Mahlzeit, meine lieben Dampferfreunde. Herzlich willkommen bei der Dampfer Lounge WF. Schön, dass ihr wieder einschaltet. In meinem heutigen Video geht es nicht um einen Dampfertest, Akkuträgertest, Liquidtest. Nein, es geht um was ganz anderes. Und zwar geht es um Pimp My RDA. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden heute unseren Tröpfler bzw. unseren RDA veredeln. Dafür habe ich hier das Tankschild von meinem Profile RDA aus dem Hause Botofu. Und da möchten wir dieses Logo etwas veredeln. Wie das geht, was wir brauchen, wie wir es machen, seht ihr in der Detailansicht. Ich würde sagen, lasst uns nicht lange schnacken, hauen wir in die Detailansicht und wir können genau sehen, was wir alles brauchen und wie wir es machen. Meine lieben Dampferfreunde, ich switche um in die Detailansicht und dann sehen wir uns sofort wieder. So, meine lieben Dampferfreunde, und da sind wir in der Detailansicht. Was wir jetzt brauchen, ist auf jeden Fall das Tankschild mit dem Logo. Wie ihr hier seht, wir brauchen Wattestäbchen, wir brauchen acetonfreien Nagellack. Und wir brauchen Nagellack. Ich habe jetzt schwarz gewählt, weil ich mein Schwarz machen möchte. Als allererstes nehmen wir uns das Tankschild. Ihr habt es gereinigt, von Fett befreit und alles, in heißem Wasser am besten. Nehmt euren Nagellack und fahrt drüber. Ihr fahrt über alles, was ihr wirklich im Endeffekt nachher veredeln möchtet. So. Es dauert auch nicht lange im Endeffekt. Ist ja auch nur eine kleine Stelle, die wir veredeln. Ihr seht, ich habe jetzt alles einmal schwarz angepinselt, was wir veredeln möchten. Da ist es. Das muss jetzt ein paar Minuten trocknen. Ich würde so sagen, so 5 bis 10 Minuten müssen wir das trocknen lassen. Ich spule natürlich in der Zeit vor. Und dann können wir auf jeden Fall gleich weitermachen. So, meine lieben Dampferfreunde, jetzt sollte das Tankschild auf jeden Fall genug getrocknet sein. Und wir können anfangen. Wie ich vorhin schon sagte, wir brauchen acetonfreien Nagellackentferner und wir brauchen auch Wattestäbchen. Das holen wir uns jetzt dazu und dann fangen wir an. Machen das Wattestäbchen schön nass mit Nagellackentferner und gehen dann ganz sachte über das, was wir nicht schwarz haben wollen. Da fahren wir nur so leicht drüber. Ihr seht, löst sich das schon ab. Müssen wir natürlich ein paar Mal machen, damit nachher auch wirklich alles das weg ist, was wir nicht veredelt haben möchten. Haben wir natürlich einen Hauptgewinn, wenn wir das so als schwarzen Klötz lassen. Aber wie ihr seht, hier schon nicht. Wenn ihr merkt, dass das Wattestäbchen voll ist mit Nagellack, dann nehmt lieber ein neues, bevor ihr hier anfangt, geizig zu sein und mit einem Wattestäbchen versucht durchzukommen. Das werdet ihr nicht schaffen. Im Gegenteil, dann holt ihr eher wieder das runter, was ihr eigentlich behalten wollt. Macht wenig Sinn. Ihr ärgert euch nur, weil ihr müsst es mal machen. Was machen wir weg? Neu. Dann lieber ein. Nochmal. Nehme ich mir eine saubere Seite. Dann ist sauber, habe ich nochmal eingetunkt und gehe nochmal über. Einfach trotzdem Rückstellen. Nicht haben möchte. Und tada. Das war jetzt Arbeit mit Trocknungszeit vielleicht von 15 Minuten. Und sieht doch mega aus. Nehme ich mir nochmal meine Tasse mit heißem Wasser. Das einmal ganz kurz rein. Dann nehme ich mir ein Stück Küchenrolle. Das wieder raus und trockne es ab. Um auch da noch irgendwelche Reststoffe dann im Endeffekt
runterzuholen. Wenn wir das haben, nehmen wir uns noch ein Mikrofasertuch. Gehen noch einmal drüber über die ganze Sache. Und fertig. Schaut mal. Fertig sind wir. Ich würde sagen, wir switchen wieder um in die normale Ansicht und sehen uns sofort wieder. So, meine lieben Dampferfreunde, welcome back. Jetzt habe ich hier meinen Akkuträger mit dem Wickeldeck von dem Profi 1.5 RDA. Das Ganze nehmen wir jetzt und bauen es wieder zusammen. So, schaut mal. Jetzt fehlt mir einfach nur ein schwarzes Drip-Tip. Geil. Meine lieben Dampferfreunde, schreibt mir doch einfach mal da unten in die Kommentarbox, wie euch das Video gefallen hat, wie euch das Ergebnis gefällt, ob ihr es eventuell selber auch schon mal so gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder. Wer es noch nicht getan hat, aktiviert doch einfach die Glocke und gebt mir ein kleines Abo. Das tut nicht weh, das kostet nichts und ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Video, meine lieben Dampferfreunde. Wir sehen uns wieder, euer Steven von der Dampfer Lounge WF. Macht's gut!